Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir haben kein Eisen mehr, also zumindest können wir keins mehr abbauen. Wir haben vielleicht noch so ein bisschen Eisen hier und da unterwegs, beziehungsweise noch in der Waffenschmiede vorrätig. Oh, ich sehe ja gerade, wir haben 16 Eisendolche. Das ist cool. Hier sind noch 4 Eisenbarren, die rumexistieren. Kohle haben wir. Was sagt die Schmelzhütte? Na, da ist schon kein Eisen mehr vorhanden. Sie glitscht auch schon rum über auf Silbererz. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Hier habe ich rumrennen einfache Soldaten. Dummerweise sind hier Diebe. Diese aber auch Banditen, die hier rum existierten. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, hier entsprechende Soldaten einzusetzen. Ich mache das mal ein bisschen anders. Ich fahre da mal etwas runter. Wir haben, ich glaube, 25 können wir immer entsprechend hier unterbekommen. Dann gehe ich mal auf 15 und setze die hier auf 10. Dann haben wir hier 10 Waldläufer. Schon wieder eine. Komm lieber her. Die verdammten kleinen Fliegen. Stimmt. Egal. So, 10 Waldläufer, die müsste ich dann hier noch irgendwie unterkriegen. Abenteuergilde. Machen wir mal so 10 Waldläufer. Habe ich dafür entsprechende Fackeln, die hätte ich im Angebot. Holzwerkstatt hat im Augenblick nichts zu tun. Du machst erstmal so 20 davon und dann nochmal so 20 davon. So, dann ist die erstmal beschäftigt. Achso, Moment, hatte ich nicht 2 Holzwerkstätten? Aha, oh, Moment. Ja. Kommando zurück, Kommando zurück. Du machst 20 von den Spießern da. Und die Holzwerkstatt ist eifrig mit den Fackeln beschäftigt. Das ist sehr cool. So. Okay, ansonsten ist Silber in Arbeit. Ich habe hier nur noch 2 Wachen. Und da waren es auch nicht mehr allzu gut. Ist keine mehr. Das ist sehr, sehr wenig. Um es mal so auszudrücken. Das ist sehr, sehr wenig. Wunder, dass hier dann hier nichts mehr tut. Wie sieht es hier mit den Soldaten aus? Die sind noch reichlich vor Ort. Warte mal, ich habe da jede Menge Leute, die Ärger machen. Hier habe ich noch 10 einfache Soldaten rumexistieren. Ich mache das mal wie folgt. Da gehen wir mal raus. Einfache Soldaten 10, let's go. Besser als nix. So. Banditen gibt es irgendwie an jeder Ecke. Die greifen hier ständig an. Ich mit dem Holzfäller immer noch ein Problem. Naja, kein Problem in dem Sinne. Weil das hier mit Kohleabbau, der hat auch noch 6 Einheiten Kohle rum existieren. Ansonsten ist da nichts mehr. So. Ah, sehr cool. Dann haben hier die Entdecker, glaube ich, Probleme. Die hatte ich hierhin beordert. Und dann haben die prompt die Diebe da entdeckt. Ich würde die vielleicht mal hier so hinschicken wollen, erstmal. Cool, wie sieht's hier aus? Ah, wir haben hier 10 Draufgänger. Wir haben da aus irgendwelchen Gründen nur 6 von 10. Das heißt, ich würde hier ganz gerne noch eine weitere
einen weiteren Wachturm hinsetzen. Den ist aber tatsächlich dann auch hier so hin. Zack, bumm. Und dann nochmal 10 von den draufgängern. So. Dann nehmen wir dann insgesamt auch 30, wenn es denn klappt. Ich gehe hier mal schon mal so auf 10 drauf. Oder meinetwegen auch auf 20. Dann schauen wir mal, was ich dann eventuell noch an Sperren brauche. Draufgänger, Abenteuergilde, 3 weitere sind noch in Planung, um das mal so auszudrücken. Schneiderei. Kann gar nicht sein, dass die nichts tun hat. Muss man so locker 20 Rüstungen. Nee, du machst 30. Oder direkt 40. So, was wir haben, haben wir. 40 leichte Rüstungen, die ist beschäftigt. Rüstungsschmiede. Würde ich im Augenblick tatsächlich pausieren wollen. Waffenschmiede. Ja, schwierig. Die soll noch hier von diesen Dolchen machen, ja, auf jeden Fall. Wo hat sich nochmal Umblick am Teufelde? Leichte Rüstung und 10 von den Dolchen. Warum kommen die hier nicht an? Nee, ja, der hängt dann auf seine 16 Dolche fest und schrick beschämen. Ist aber erstmal egal. Kann ich nicht rekrutieren? Ist der vielleicht hiermit noch belegt oder so? Das kann eigentlich nicht sein, dass ich das irgendwie. Oder habe ich genug Leute? Das kann natürlich sein. Augenblick mal. Das wäre so der nächste Punkt: Bevölkerung. Kriege ich irgendwo ein großes Wohnhaus hingesetzt? Das würde hier sogar funktionieren. Dann machen wir das doch mal. So. Die bauen lustig vor sich hin. Da sind es jetzt 8 von 10. Hier sind es immer noch lustige 10 von 10. Bei der Gelegenheit. Wie viel Kupfer habe ich? Das ist auch nicht so wahnsinnig viel, ne? 77. Ich sehe auf der Schnelle auch keine Möglichkeit, dann noch irgendwie Kupfer abzubauen. Doch, da ist was. Boah, es kann sein, dass ich da nicht rankomme. Da ist noch so ein bisschen Kupfer. Okay. Wir greifen an. Da ist einiges an Silbererz. Da kommen auch Diebe her. Da sind auch Diebe. Da haben wir die Banditen. Das sind das Ding hier hinzusetzen. Ich probiere es mal aus. Und wie sieht es mit unserem Geologen überhaupt aus? Oh, okay. Moment mal. Wir gucken uns mal ganz kurz. Moment, so viel Zeit muss sein. Wir gucken uns mal ganz kurz die nette Hütte der Geologen an. Macht was her. Hier so ein bisschen zerrissen, was da passiert. Nicht gut. Ah, das sieht ja geil aus.
Das sieht ja echt geil aus. Gefällt mir. Sehr schön. So die ganzen Details und so mit den Büchern, der Karte da. Ich glaube, soll das ein Kompass sein? Irgendwie sowas? Oder kann ich jetzt so? Oder ist das auch ein weiteres Buch? Okay. Das ist sehr, sehr schön. So, wir haben nur einen Geologen. Ach, wir haben nicht genügend Hämmer. Oh, das ist ja der Hammer. Werkzeug. Moment. Werkzeugschmiede. Du machst mal so 5 Hämmer. Mach ruhig mal 10. Da haben wir. Zangen sich. Sind auch keine mehr da. Dann machen wir auch mal so locker 10. So. Die sind beschäftigt. Was ist hier los? Was? Werwölfe? Das ist nicht so schön. Zehn von 10. 9 von 10 haben sich an von denen gekrallt. Und Aufhänger, da ist noch keiner. Abenteuer Gilde, Aufhänger, wir brauchen da mal, wir wollen direkt auf 15. Was hier eben mit ist, weiß ich nicht. Das klappt irgendwie noch nicht so richtig. Das kommt auch nicht da an, ne? Das ist das Problem. So, Silberdegen. Waffenschmiede, was ist los? Wir haben noch eine weitere Waffenschmiede, die im Augenblick hat die Silber. So. Ja, die kann ich eh nicht produzieren. Dann würde ich sagen, machst du auch mal so 10 von den netten Silberdegen. Die Schneiderei sollte noch mit entsprechenden Aufträgen hier mit Rüstung und so beschäftigt sein. Das ist sie auch. Okay, Kohle ist da noch mit 5 Einheiten geblieben. Ja. Jo. Nicht Dülle, aber nun gut. Jetzt hier heute Licht aus. Achso, das hatte ich gestoppt, weil ja, ne, also Bronze, beziehungsweise Kupfer jetzt auch nicht so reichhaltig gegeben ist. Und ich will das jetzt nur sperren. Ich weiß, ich habe keine Edelsteine, aber ich will das jetzt einfach nur sperren, dass das jetzt nicht mit Kupfer vollgestopft wird. Es wäre schön, wenn das ginge. Aber ich fürchte, da habe ich nicht genügend. Oh, Moment. Was hier? Also, eine Priorität nicht. Wo das will. Brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. Insofern blockiere ich die jetzt hier mal. Indem da halt was anderes rein soll, was wir nicht haben. Und da haben wir 7. Achso, Moment. Den hatte ich den irgendwie deaktiviert? Wie war das? Ach nee. Ich habe die Münzbrigerei. So war das genau. Die Münzbrigerei ist deaktiviert. Holzverleute, nee. Da. Münzprägerei. So, die hat aber eh schon Kupfer hier rum existiert. Ein bisschen Kohle. Ja, das ist natürlich dann auch noch so ein Punkt. Dass ich dann da Kohle verbraten würde. Die ich eigentlich für andere Sachen brauche. Schwierig.
Wie sieht es denn hier mit unseren Geologen aus? Zwei sind da, ein dritter ist auf dem Weg. Und wo würden die dann überall eingesetzt? Ach, der war schon unterwegs, der eine. Hier hat er irgendwo nichts gefunden. Ah, ich verstehe. So, dann würde ich dann den versuchen, hier so die Leute da buddeln zu lassen. In der Hoffnung, dass die da was finden. Ein weiteres kriegerisches Wirkel, ist doch schon bekannt. Das Lager entdeckt. Da seid aber spät dran. Was ist hier los? Die kloppen sich mit den Banditen rum. Und machen dabei keine allzu gute Figur. Ja, die einfachen Soldaten, ja, die sind halt einfache Soldaten, ja, die können nicht viel. Leider Gottes. So, wie sieht's hier aus? Achso, falsche Abteilung. 7 von 10, immerhin. 9 von 10 und hier sind's 10 von 10. Okay. Abenteuergilde. Da sind noch weitere 7 geordert. Aber es sind keine Silberdegen da. Sie sind aber auf dem Weg. Waffenschmiede. Okay. Was mit der Waffenschmiede? Die sagt, die hat nichts zu tun. Das kann gar nicht sein. Das war schön, so 10 Silberdegen. Und danach muss ich schauen, wie ich da weitergehe. Da sind noch 6 Einheiten Kohle gegeben. Das ist cool. Besser als nichts. Ja, die lieben Diebe. Die machen einem hier wieder das Leben schwer. Da gehe ich mal auf 10 und dafür gehe ich hier 5 höher. Ich glaube, unsere Waldläufer, die brauche ich da eher. Moment, Moment, Moment. Fackeln sind hier keine gegeben, das muss aber nichts heißen. Irgendwo wurden welche. Wir sind halt unvollständig. Was ist denn da los? Wieso vorher frage ich das jetzt erst? Ich brauche auch Hammer. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Mann. Überall fehlt Personal. Okay, entsprechendes Werkzeug wird aber gerade produziert. Geologen, die sind jetzt komplett. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aus irgendwelchen Gründen treiben sich die Entdecker immer noch darum, kommen die hier nicht. Ach, die kommen hier nicht durch, ne? Das ist hier eine Barriere, da haben die keine Chance, da durchzukommen. Gut, dann würde ich sagen, bevor die sich da aufreiben und ständig Probleme bekommen, schicke ich die erstmal hier hin und gehe auf pausieren. Diese mit Kohleabbau beschäftigt. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich sag, wow. Cool, super. Wir finden hier reichlich Ressourcen. Ja,
Ich habe eigentlich auch gedacht, dass sie hier in den Berg direkt noch reingehen, aber das sieht nicht danach aus. Die scheinen hier mehr diesen Bereich hier, also diese Bereiche entsprechend nutzen zu wollen. Und gehen nicht, wie man das so von anderen Spielen her kennt, direkt in den Berg. Womit ich eigentlich gerechnet hätte. Ja, dass man dann auch hier in dem Berg entsprechende Bergwerke dann errichten kann, aber das war wohl ein Trugschluss. Das machen die nicht. Schade, schade. Schade, schade, schade. Nun gut, schauen wir mal. Werden wir schauen, inwieweit die lieben Geologen oder inwieweit die lieben Geologen dann noch was bringen. Alles Erfahrungen, die wir ab der nächsten Folge machen werden. Ich bedanke mich für euer Dabeisein bis hierher. Ich bedanke mich für dein Dabeisein, für eure Unterstützung und freue mich dabei natürlich darauf. Ja, jetzt habe ich vollkommen den Knoten in der Zunge. Freue mich darauf, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, genießt die Zeit.